Yo, Momo, ihr Flüte und auch heute Belandraten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online Klingon Kampagne zusammen mit dem Dahameister Tony. Kapla. So, im Kampf gegen die Borg. Genau. Geht's weiter in Richtung Assimilierung. Yay. Die und die Undinen sind eine der wenigen Völker, die es mit dem Borg aufnehmen können. Wenn sogar sie jetzt dem Kollektiv vom Schönes Wort. Wenn sogar sie jetzt vom Kollektiv überwältigt werden, dann ist es für ihre Mannschaft, die Zeit gekommen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Okay, schicken wir auf ein paar Teferi vor. Genau. Es geht um Gleichgewicht. Teferi, Teferi, hallo. So. Rufen. Der Haarmeister. Das Schiff der Undinen, das sie im Omicron Kappa 2 System geortet haben, wurde in der Nähe von NGC 4447 entdeckt. In diesem Gebiet wurden auch Borg-Signaturen registriert. Es gibt dort zwar keine bewohnten Systeme, doch wir müssen dennoch herausfinden, warum der Konflikt zwischen Borg und Undinen jetzt eskaliert. Finden Sie die Borg-Sphäre, die die Undinen bei Omicron Kappa 2 entführt hat. Nur so können wir herausfinden, was dort vor sich geht. Okay, akzeptieren. Kämpf für die Ehre des Reiches, das machen wir doch immer. NGC 4447 System, eine Region im tiefen Raum, die zuerst von der USS Archer im Jahre 2404 erkundet. Ich habe gerade Server not responding. Oh. Nein, hallo, nein. Du auch? Nein. Ich lese einfach mal weiter. Erkundet wurde die Recherchen der... Oje. Anu, komm bald wieder nach Haus. ja. Ja, die nachfolgende Sendung. Im Jahr 2404 erkundet wurden. Die Recherchen der Archer weisen darauf hin, dass es dort hohe Delta-Strahlenwerte in einigen Regionen des Bereichs gab, welche sich nachteilig auf die Sensoren der Sternflotte auswirken. Man fliegen durch die Daten. Jetzt warten wir, bis du wieder da bist. Ich muss es gerade ein bisschen umgehen, weil das Aktivieren des Num-Blocks, was ja zwingend notwendig ist für mein Passwort enthält Zahlen, okay. Deaktiviert OBS, weil es ist der OBS-Ein- und Ausschalter bei mir gleichzeitig. Ja, dann das machen wir doch einfach mal einen Cut und dann... Nee, ist schon alles, ich hab's gerade hinbekommen. Ich hab's nur, ich bin ein Numblock-Tipper. Ich weiß, es gibt immer welche, die nutzen die Tasten oberhalb der Tastatur und es gibt welche in einem Numblock. Ich tippe den ganzen Tag mit Numblock im Büro und ich nutze die da oben nicht, deswegen musste ich mich gerade nur ein bisschen umgewöhnen. So, ja, Beginn Assimilierung. Du bist schon drin? Ja. Nein, ich noch nicht, aber ich bin dran. Ja, dann springen. Ich bin nämlich in einer anderen Instanz gelandet, glaube ich. Hab ich gesehen, ja. Aber es klappt. Wir sind da, glaube ich. Du auch? Ja, also du bist 0,7. Genau. Ja. Captain, ich registriere die Türme eines Undinenschiffes direkt voraus. Es könnte sich um das Schiff handeln, welches der Box wäre, die einen Undinen auf Omikron Kappa 2 gefangen genommen hat, gefolgt ist. Welch doppelt gemoppelt, das hatten wir als eben schon mal. Ja. Wir müssen die Sphäre aufhalten, bevor sie die Flotte des Kollektiv erreichen kann. Jede Information, die die Borg von dem Gefangenen gewinnen können, könnte das Kräftegleichgewicht beeinflussen. Die Sensoren zeigen die Borg-Sphäre, die wir verfolgt haben, direkt vor uns an. Allerdings scheinen sich zwischenzeitlich mit anderen Borg-Schiffen getroffen zu haben. Bilden sie jetzt eine Borg-Fusionseinheit? Klar. Ja. Ich sehe gar keine Borg da oben. Bestätigt, die Signatur dieser Trümmer stimmt mit der Signatur des Undinenschiffs überein, dass die Borg-Sphäre verfolgte, welche den Undinen auf Omicron Kappa 2 gefangen genommen hatte. Das Undinenschiff scheint erst vor kurzem zerstört worden zu sein. Wir scheinen nahe am Ziel zu sein. Okay. Huch. Ich behaupte einfach mal 30 Ziel, 14 Kilometer voraus. Ja. Das haben die Undinen nicht geschafft. Nee. Ja, wir sind halt besser. Borg und Verstärkung entdeckt, Sir! Ja, wo denn?
Ich habe noch nicht mal den Text, den du eben vorgelesen hast. Das war an der Seite so ein kleiner Meme. Achso, okay, ja, da gucke ich echt nicht so oft hin. Achso. Da unten ist zumindest Loot, das interessiert mich gerade ein bisschen mehr. Ja. Alter Jägersammler. Ja. Urinstinkte der Menschheit, der soll ich dagegen ankämpfen und kriegt gar nichts. Ich flieg mal ein bisschen vor, vielleicht finde ich ja die Borg. Put, Bock, 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 Bock. Ah, da ist er. Hat jetzt eine Tarnvorrichtung, ja? Ja, scheinbar schon. Der ist nämlich urplötzlich aufgetaucht. Ja. Also irgendwann will ich mal herausfinden, wie das Ding das eigentlich macht. Es greift mich nicht an, es hat nicht einen Schuss auf mich abgefeuert, aber meine Schutzschilde sind jedes Mal deaktiviert und Borg reicht weiterhin. Hallo, bewegt er sich? Ja, haut ab. Die flieht, die Sau. Was? Ja, mein schwerer Plasma-Torpedo ist auch in der Go-Torpedo, Go-Torpedo, Go-Torpedo. Nee, oh, da löst er sich auf. Den können wir ja auch, glaube ich, gar nicht zerstören. Nö. Nee. Ach, da links ist noch eine Sphäre. Wo kommt die auf einmal her? Ah. Hä? Die kommen immer wieder. Hier, oh, hinten, um uns herum sind noch mehr Sphären. Bei mir hier hinten auch noch welche. Oh. Das sind Risse, die in den fluiden Raum führen. Die Borg sind schon einmal mit den Undinen im fluiden Raum aneinander geraten, Sir. Doch sie wurden besiegt. Sie konnten die Undinen nicht assimilieren, weshalb die Undinen sie erst aus dem fluiden Raum vertreiben konnten. Wenn sie nun wieder gewillt sind, eine Streitmacht in den fluiden Raum zu schicken, müssen die Borg der Meinung sein, dass sie eine Möglichkeit gefunden haben, die Undinen zu besiegen. Entschuldigung. Also beim Zuhören hat man irgendwie das Gefühl, die Borg waren schon mal da, wurden aber besiegt, im fluiden Raum. Im fluiden Raum hat die Spezies die Borg schon mal besiegt. Wenn jetzt A wieder B besiegt, ist A wieder B und B wieder A. Irgendwie ist der ganze Text da irgendwie dreifach gemoppelt. Ja, ich schon. Alter, ey. Oh Mann. Ah. Auf zu saufen beim Schreiben von Stories, ey. Es ist unsere Aufgabe, diese Region zu schützen, Sir, und unsere Befehle lauten, die Bedrohung durch die Borg zu eliminieren. Wir sollten die Borg und die Undinen angreifen und das Gebiet sichern. Ja, Captain Obvious. Erst heißt es, wir sollen die Bedrohung eliminieren, oder danach sollten wir angreifen und die Bedrohung zu eliminieren. Genau. Tio. So, könnten wir euch auch wieder zugucken, wie beim letzten Mal. Das hat eigentlich auch Spaß gemacht. Ja, genau. Ich guck mal, wo der Kubus abgeblieben ist. Der fliegt wahrscheinlich immer weiter, oder? Nee, eigentlich müsste er hier irgendwo sein. Oh, links wird auch noch gekämpft. Ja. Hier sind Sphären. Der Kubus hin. Wo ist nur der Kubus hin? Hier ist vor allem gleich Kartenende. Ich drehe mal um. Oder? Nee. Oder haben wir irgendwas geändert, weil früher konnte man sich nämlich schön in die Nähe stellen und dann warten, bis sich alles von gegenseitig erledigt hat. Na gut, es wird immer einen Überlebenden geben in einem Kampf, oder? Also, eigentlich schon, ja. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass beide Schiffe im letzten Moment, ich sag mal, einen letzten Torpedo abfeuern, der jeweils den anderen dann killt. Ja. Na guck, ich fange mal mit den Sphären hier hinten an. Ich kümmere mich um die Undinen. Four shields failing. Rear shields failing. Left shields failing. Hull integrity below 75%. Target's shields have failed. Four shields failing. Rear shields failing. Left shields failing.
shield's failing. Right shield's failing. Also mein Undine hier, der ist sehr, sehr anstrengend, der ist hartnäckig. Na, selbst würde ich auch von diesen zwei Sphären hier behaupten. Hull integrity below 50%. Ja. Captain, ein Borgschiff fliegt durch den Riss. Es hat ein Undinenschiff mit seinem Traktorstrahl erfasst. Sir, wenn die Borg ein Undinenschiff in unsere Munition bringen wollen, müssen sie eine Verwendung dafür haben. Vielleicht haben sie sich bereits so weit angepasst, dass sie die organische Technologie der Undinen sogar die Undinen selbst assimilieren können. Ich erfasse, dass Undinenschiffe, die kurz davor stehen, aus der Singularität herauszutreten. Sie beabsichtigen vielleicht auch ihre Schiffe zu retten. Die Undinenschiffe sind schwer bewaffnet, Sir. Wir sollten, wenn möglich, eine Konfrontation aus dem Weg gehen. Ich bin weit genug weg, glaube ich, jeden. Oh nein. Wir müssen unsere Ziele sorgfältig auswählen. Doch ich will sofort die Borg als auch die Undinen aus unserem Raum vertreiben. Oh, ich empfange Lebenszeichen von Undinen an Borg des Borg-Kubus, Captain. Wenn die Borg Undinen auf dem Kubus gebeamt haben, testen sie entweder ein neues Assimilierungsverfahren oder sie haben bereits herausgefunden, wie sie die Undinen assimilieren können. Stellen Sie sich vor, das Reich gegen Undinen-Drohnen zu verteidigen. Oh je. Das ist unsere Gelegenheit, Sir. Der Borg-Kubus ist beschädigt. Es wird einige Zeit dauern, bis er wieder voll funktionstüchtig ist. Wir können diesen Vorteil nutzen, um unser Emitter-Array rekonfigurieren und für einen kurzen Zeitraum die Verbindung zwischen dem Kubus und dem Kollektiv zu trennen. Das wird uns die Möglichkeit geben, auf den Kubus zu teleportieren und die Assimilierung des Gefangenen und ihnen aufzuhalten. Es ist gefährlich, aber das ist die einzige Chance, die wir haben. Verstanden. Aus und ihnen zu Transporterraum 1. Dann nehmen wir die Doktorin mit, weil die ist nützlicher. So. Der brummt hier ganz schön, wa? Mhm. Der Kubus wurde beschädigt und befindet sich zurzeit im Regenerationszustand, Sir. Unsere Erfahrungen mit dem Borg im Tillis-System haben gezeigt, dass die Borg-Humanoide, die sich auf ihren Schiffen befinden, nicht als Bedrohung wahrnehmen, solange diese nicht einen Kampf beginnen oder wichtige Schiffskomponenten gefährden. Die Drohnen hier scheinen nach demselben Muster zu handeln. Wenn wir sie nicht angreifen, dann können wir vielleicht die Undine finden. Die Undine finden, ohne in einen Kampf zu geraten. Hier existiert eine Hintergrundfrequenz, die meinen Tricorder stört. Aber ich denke, ich kann Lebenszeichen von Undine irgendwo auf dieser Ebene ausmachen. Wenn wir näher dran wären, könnte ich die Interferenz ausgleichen. Was fahren? Okay, na dann, gucken wir mal. Was brummt denn da? Ich stelle mir gerade echt vor, Toss hatte die Folge, was summt denn da, und STO baut ein die Folge, was brummt denn da. So, ich gehe mal hier ran und guck mal, ob ich irgendwas... Nee, kann ich nichts bauen. Guck mal, ob das Loot... Loot. Ich suche mal nach irgendwas, was ich scannen kann. Hier kann ich irgendwie gar nichts machen. Kann sein, dass wir einfach einen Raum weiter müssen. Das kann sein, dann gehe ich mal zur Tür, die hier so türt. Oh, du hast recht. Ja, genau. Ja, die haben so ihre Probleme hier auf dem Schiff, wa? Eieiei, was das wieder an Strom kostet hier. Ja. Aber haben sie schön gemacht eigentlich so, die Interieur. Auch dass es so riesig einfach designt wurde und nicht einfach nur irgendwelche Metallgänge. Genau. Captain, ich denke, ich bin in der Lage, Ihren Tricorder so zu konfigurieren, dass Sie damit Zugang zu den Borg-Terminals erhalten. Sie könnten jedoch die Borg auf unsere Anwesenheit aufmerksam machen. Make it so. Ja gut, gibt es die Möglichkeit, diese Mission ohne Borg aufzuwecken zu absolvieren? Nee, wir müssen diese Dinger aktivieren. Und dann wecken wir sie automatisch auf. Na nee, gut. Dann ich leg schon mal Überraschungen für die Borg. Also, warte, bin ich hier. Nee, mach ruhig. Achso, okay, gut. Ich dachte, du wolltest das direkt vor die legen. Hab ich ja. Uns laufen drumherum. Toll. Ach, die? Ich dachte, die vor uns.
Ja, die kommen ja auch. So. Dann gehe ich mal zum nächsten Knoten. Ja. Nämlich so an die alten Elite-Force-Missionen. Mhm. Wo ständig auf irgendwelchen Kuben rumrannte. Okay, noch einer. Noch einer, genau. Sag Bescheid, wenn du aufgebaut hast. Ich bin erbaut. Okay. Das gibt, ja, das gibt viel Schädel. Viel. Ja, ja. Das gibt Schädelweh. So. Das Kraftwerk ist noch okay. Achso. Oh, das brummte aber auch laut. Wahrscheinlich wecken wir jetzt die hier aus der Ecke noch. Ja. Oder auch nicht. Nö, die bleiben. Nicht. Kraftfeld deaktivieren ist offensichtlich keine kritische Komponente. Auf zum Warp-Kanon und deaktivieren wir das Kraftfeld der Eindämmungskammer. Ich empfange Lebenszeichen von Dean direkt vor uns, Sir. Aber irgendwas scheint mit Ihnen nicht zu stimmen. Die Muster stimmen nicht mit Ihren und unseren Informationen über Ihre Physiologie überein. Fortfahren. Oh. Oh. Die Regeln gleich. Ich mag nur so ein paar Blitz. Ja, richtig. Ob es sich gemütlich in der Wand liegt, so. Ah, nochmal. Auf den Ball. Alles tot. Ich sammle nur noch die Kisten ein, so. Nee, hier oben sind noch rote Punkte. Ach, wir sollen gar nicht wieder killen? Okay, gut. Wir müssen nicht alles. Es sind noch rote Punkte auf der Karte, deswegen dachte ich. Masern. Karte ist infiziert. Genau. Da, ah, ein Undine. Nein. Oh. Was machen Sie mit den Undinen? Sind das fehlgeschlagene Experimente oder wollen die Borg genau das erreichen? Wir müssen ihnen helfen, Sir. Wenn wir die Knoten zerstören, dann sollte sie das von der Kontrolle der Borg befreien. Austausch hat einen überzeugenden Großangriff. Oh yeah.
kaputt. Zack. Gehen wir uns jetzt in den Marmeladengläser hier. Ich wollte gerade sagen, was bewahren die drin auf? Heiße Luft? Nee. Oh. Teile. Was sind das für Dinger? Sie sehen aus wie Teilstücke von Undinen. Die sehen nicht nur so aus. Ich glaube, das ist Undinen-Drohnen-Ersatzteillager Nummer 2. Wie du die da richtig gerade bestiegen hast. So, ach, jetzt kommt der ekelhafte Teil hier. Naja, ich versuche meinen Körper. Oh, das Unmögliche Austauschen halten. Tja. Wir machen das Unmögliche eben halt doch möglich. Genau. Das Bau-Kollektiv. Toyota, ich musste dir gerade mal folgen wieder. Alter. Schlimm, ich weiß. Ich mag das. Wäre es übrigens cool, wenn wir die Undinen, die zumindest noch ganz sind, wenn die vielleicht noch in ihren... Alter, was war das denn gerade für ein Move da? Das war so ein halber Tanz bei dir mit dem Schwert, oder? Ja, du kannst doch verschiedene Moves machen mit den Butlers in den Schwertern. Echt? Ich kann immer nur A so, B so, aber was du da gerade hingelegt hast, im Sprung so eine halbe Drehung? Krass. Du hast ja gesprungen und hast dich dabei gedreht. Ich weiß nicht mal, wie du das hinbekommen hast. Ich springe und dann den Angriff machen. Nee, da kommt hier eben hab ich's gehabt. Manchmal geht das, ich weiß es nicht. Also gibt's Kombos dafür und die muss man in der richtigen Reihenfolge ausführen, dann geht das auch. Okay. So, also. Wenn ich in Biologie richtig aufgepasst habe, dann muss man jetzt einfach nur noch diese drei Dinger zusammenstöpseln und dann ist das Ding wieder ganz, ne? Also. Ja. Also. Ups. Autsch. Oh, guck mal, der hat die Füße von General Grievous bekommen. Ja. Why? Grievous ist er, glaube ich, ne? Ja, genau. General Kenobi! Ja. Als Star Wars allen gelehrt hat, was passiert, wenn man zu viel raucht. Genau. Du. Was passiert eigentlich, wenn man hier... Gar nicht? Okay. Ja, zum Glück gibt es unsichtbare Kraftfelder, sonst hätte es jetzt einen langen, langen Schrei gegeben, glaube ich. So ein Goofy-Schrei. Genau. So. Ist verdächtig ruhig. Nicht gut. Zu ruhig. Captain, ich habe ein weiteres Undinen-Lebenszeichen. Ich fange ebenfalls Boxing. Ich wechsle doch mal wieder von Schwert auf Waffe. Genau, schicken wir die Horta vor. Go Horta! Go Horta! Ja, macht irgendwie nicht viel Schaden, glaube ich. Maus, da. Aber lässt sich auch nicht abbringen davon irgendwie, also. Nö, also, wozu auch? Wenn man jetzt zünde. Na komm, ja. Die Doktorin ist kaputt. Ich heb die mal wieder auf. Irgendwie kann ich. Jetzt kann ich den, mein Gott. Also manchmal zünden die Buffs bei mir gar nicht mehr gerade. Mir irgendwie auch nicht. Ich hack noch ein bisschen auf ihn ein, vielleicht hilft es ja was. Aua.
Ich hab ihn gleich, aua. Zumindest ein Schild habe ich gleich. Ja, der Schild ist down. Aua, ich auch. Uri, warte, ich komm. So, hier irgendwo, nicht hier irgendwo sterben sehen, oder wurde ich weggemacht? Ja, genau hier. Dankeschön. Deine Rüstung hat so eine symbiotische Farbe mit Boden angenommen. Ja. Oh, Aua, der hat einen richtig bösen Schlag am Leib. Ja. Ah, jetzt weckt er da hinten auch noch Drohnen auf, TVs. Ja, ich gehe schnell zum Vinculum und aktiviere mal. Dass wir hier verschwinden können. Was macht denn das Vinculum? Es winkt so rum. Ja, genau. Captain, der Kubus scheint sich wieder zu aktivieren. Es wäre ratsam, schnell wirklich zurückzubeamen. Beamen Sie uns jetzt! Beamen Sie uns jetzt! Wo bist du? Soll ich dich aufheben? Ach, du lebst schon wieder? Nee, jo, wieso? Achso. Weil hier alles noch rumschießt? Ja, da kommt so eine Drohne um die Ecke und ich muss gerade adapten. Oder unadapten. Ich glaube, wir brauchen nicht alle zu erledigen, oder? Sonst sind wir hier länger beschäftigt. Ja, ich glaube, das waren jetzt alle. So, alle drohen tot? Zumindest wenn das Vinculum hochgeht, dann schon. Ich habe aber kein Dings mehr, kein Button. Der rote Alarm muss weggehen, dann spricht hier eine. Okay. Captain, der Kubus scheint... Achso, hochbeamen. Ja. Yay! Geschafft! Nichts weg hier. Den Sensoren zufolge konnten wir die Übermittlung der Daten in das Kollektiv verhindern. Wir müssen dieses Schiff aber dennoch zerstören, um zu verhindern, dass die Borg an die Daten rankommen. Machen Sie die Waffe bereit und nehmen Sie den Kubus ins Ziel. Ah ja, ist ja. Ich dachte, die Explosion des Vinculums würde schon genügen. Ich denke auch, glaubt. Du? Bio-Schiffe! Und davon nicht gerade wenige. Ich dachte, jetzt wieder so unzerstörbar. Nee, doch nicht. So, finde ich auch nett, dass die Bioschiffe auch alle auf unterfangen sind. Na komm. Ich glaube, den kannst du nicht zerstören. Ist so ein. Ich schieße sogar auf einen nicht existierenden Kuben gerade noch. Zumindest geht der sekundäre Phaserstrahl die ganze Zeit noch da drauf. Die kann man nicht vernichten. Nee, leider nicht. Die, mit den Indien haben wir ja kein Beef, das reicht ja. Hat kein Beef, ja. Wie es scheint, haben die Undinen den Borg-Kult vor uns zerstört. Glückwunsch, Sir. Wir konnten verhindern, dass die Borg die Animationen von Undinen lernen konnten und wir haben noch dazu die Position der Borg für den Raum entdeckt. Ich denke, wir können die Technik der Borg kopieren und eine Singularität in den fluiden Raum öffnen. Aber zunächst sollten wir unsere Ergebnisse an das Kommando melden. Jo. Und so wie du geheißen. System verlassen. Nix wie raus. Nix wie raus aus Orange County oder wie hieß er schon, ne? Genau. So, Captain Kraff berichten. Sieht irgendwie alle gleich aus. Ja, das, ich, irgendwie denke ich, ist mal, der Kanzler spricht mit einem. Ja. Ich bedauere nicht, mit ihnen dort zu sein. Ein Kampf gegen die Undinen mit der Technologie der Borg, das muss sagenhaft gewesen sein. Ja, einmalig. Ja. Voll die Kerbe ins Metall geritzt hier für den Tag. Wir müssen noch viel mehr über diese geheimnisvollen Kreaturen aus dem Flüssigraum lernen. Ich weiß, dass ich mich im Kampf für das Reich auf sie verlassen kann. Ja, immer gut ausgesorgt die Aufgaben. Naja, genau. Normal.
ausnahmsweise Zwecklosigkeit angefechtet. Genau. Zack. Zack. Mein Gott, wir rasen hier aber auch durch jedes Mal. Ja. Juli, dann bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Abo-Glocke aktivieren. Wenn nicht abonniert, dann auch abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Mummel. Mors, mors.